ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Montag, den. Ach, was erzähle ich denn? Für Dienstag, den 21.04.2020, bin ich jetzt zu faul, das nochmal neu zu starten. Ist schon spät, sehen Sie es mir nach. Sie kennen das Bild noch, vielleicht der ein oder andere, der hier schon länger reinguckt. Das Bild, Titelbild, hat man hier an einem ganz bestimmten Tag auch mal drin, und zwar an dem Tag, an dem die ersten, übers Wochenende die ersten Zahlen in Corona-Zahlen in Italien gemeldet wurden. Wenn wir uns mal gedanklich zurückentsinnen, im Tagesschart, wo das war, zwischendurch haben wir den Tagesschart ganz rausgenommen hier. Da, an der Analyse, ja, die Freitagsanalyse zu dem Montag hatten wir auch das Bild genommen. Warum hat man da das Bild genommen? Wir haben da das Bild genommen, weil wir gesagt haben, das ist jetzt schon ein bisschen komisch, ne? Die Krise kommt jetzt hier ins Wohnzimmer, taucht jetzt plötzlich in Europa auf, war vorher noch ganz fern und ist jetzt doch plötzlich so nah. Das war die Corona-Krise. Auf der anderen Seite gibt es ja noch diesen Punkt, Firmenpleiten, Insolvenzen, Marktturbulenzen und so weiter, wo man ja auch immer ein bisschen Sorgen gemacht hatte, dass da noch Nachwehen kommt, dass da noch ein bisschen was kommt, dass das gefährlich werden kann und so weiter und so fort. Zum Montag ist jetzt was passiert, was viele vielleicht gar nicht verstehen können, was vielleicht auch ganz viele gar nicht mitbekommen haben, aber insbesondere viele nicht verstehen. Und wir haben heute so viele Zuschriften wie noch nie, glaube ich, bekommen. Zum Verständnis, warum Kurse so sind, wie sie sind. Und zwar ging es um WTI. Ganz viele Handelsplattformen, ganz viele Websites, wo oben Kursstände waren, hatten Kursstände im WTI angezeigt von 11, 6, 4 Dollar, 0 Dollar, minus 10, minus 30 US-Dollar. Ne, was die Leute doll irritiert hat, was denn da kaputt ist, warum denn, wieso denn solche Kurse angezeigt werden können. Aber das war tatsächlich so, dass der Mai-Kontrakt tatsächlich im negativen Bereich rausgelaufen ist. Ich kann Ihnen das hier im Chart leider gar nicht zeigen, weil der Chart einfach kaputt gegangen ist in dem Moment, wo der Markt unter Null gefallen ist. Ne, das haben ganz viele Plattformen, haben das gar nicht abbilden können, einen Kurs unter Null. Das gab es nicht. Aber der Future tatsächlich im negativen Bereich. Und auf der Kursstellung, die ich hier für ihn hatte, waren es in der Spitze minus 40 US-Dollar. Der ist richtig, richtig, richtig los eskaliert noch auf der Gegenseite. Dann können Sie sich natürlich auch mal überlegen, was das für Konsequenzen hat. Ne? Nun kommt allerdings hinzu, dass ich da auch einen, nee, ich will nicht sagen Betrug drinne wittere, aber das nicht ganz so rechtmäßig ist, meinem Verständnis nach, weil man natürlich sagt, es gab keine Abnehmer mehr für den Kontrakt, deswegen ist er so weit gefallen, man konnte ihn nur noch verkaufen und so weiter und so fort, gab keine Abnehmer, die bereit waren, eben noch WTI zu nehmen, weil alle Lager voll waren. Das ist das so offiziell, was man jetzt überall in den Nachrichten liest. Würde ich jetzt auch erstmal so erzählen, wenn ich keine Ahnung hätte und nur auf die Kurse gucke, würde ich auch sagen, ja, wollte halt keiner haben, alle Lager voll. Bei 40 US-Dollar kriegt man letztendlich sogar was dafür. Wenn der Kurs bei minus 40 steht, bekommt man sogar Geld dafür, wenn man letztendlich den WTI dort kauft. Aber ganz ehrlich, also wir haben oder ich habe auch direkten Marktzugang, auch zu den Rohstoffbörsen über die Futures. Ne, habe dann für professionelle Anleger quasi einen separaten Zugang auch, mit dem ich solche Produkte handeln kann und auch direkt am Markt handeln kann, Markttiefe gucken kann, Orderbuch gucken kann und so weiter und so fort. Und ich kann Ihnen sagen, den konnte man nicht handeln. Ging nicht. Also ich habe nichts reingekriegt, nichts rausgekriegt. Also ich hatte auch gar nichts drin gehabt dort, zumindest nicht auf dem Kontrakt. Aber man hat gar nichts reingekriegt. Das heißt, zu sagen, es gab keine Abnehmer, die den da unten hätten kaufen können, ist nicht ganz richtig, weil man konnte ihn nicht kaufen. Ne? Der Future auf dem Niveau konnte nicht gekauft werden, zumindest von mir. Wie diese tatsächliche Abrechnung dann auch mit dem Verfall drunter und so weiter geht, ganz ehrlich, so tief stecke ich nicht drin, dass ich da jetzt große Aussagen treffen kann, wieso, weshalb, warum das überhaupt passieren konnte und so weiter und so fort, möchte ich auch gar nicht drauf eingehen eigentlich. Ich wollte es bloß kurz herführen für die, die es nicht gehört haben und die es nicht gesehen haben. Weil das ist jetzt für uns wichtig. Denn das zeigt, dass jetzt hier doch die Börsen in Schwierigkeiten auch kommen können. Weil wenn so Kontrakte da unten rauslaufen, also das bleibt auch nicht ohne Konsequenzen. Jetzt glauben Sie mal nicht, dass jemand, der zum Beispiel da noch Kontrakte gekauft hat auf 10 US-Dollar, 12 Stunden vorher,
und sich gesagt hat, naja, 10 US-Dollar, das ist okay, und der wird dann mit minus 40 abgerechnet, da geht es nicht um 1 Euro pro Punkt, was da drin ist, ne? Also wir reden da von 1000 Barrel, das ist ein Future-Kontrakt, da ist schon was dahinter, ne? Das sind ja auch ein paar Summen. So, und in dem Moment, wo der da hinten rausgedrückt wird, also das muss Leuten auch richtig wehgetan haben, richtig, richtig, richtig wehgetan haben. Wie gesagt, ich bin absolut kein Rohstoffexperte. Ich habe keine Ahnung, wie hinten raus auch eine Abrechnung dann im Future mit tatsächlichen Rohöllieferungen und so, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Will ich auch nicht haben. Also, das interessiert mich in der Seite nicht. Ich muss es auch nicht wissen für das, aber ich brauche es. Ich sollte wissen, dass es passiert ist, für eben das, was jetzt hier vielleicht am Dienstag kommen könnte. Denn was haben wir gesehen? Wir haben im WTI im Rahmen des Corona-Rutsches einen starken Schlag gesehen. Und wir haben jetzt einen starken Schlag gesehen. Wir haben quasi eine zweite Welle gesehen. Wir haben jetzt zweite Wellen an der Börse gesehen im Rohölkontrakt zunächst, ne, die jetzt auf jeden Fall Nachwehen von Corona zeigen. Und das ist so ein Punkt, wo man, aha, einfach sagen muss, weil was sie gesehen haben, war eine Nachwehe von Corona. So, und das ist natürlich was, worauf wir auch schon seit Wochen und Tagen immer wieder hier ein bisschen mit dem Auge schielen, dass natürlich auch der Markt noch weitere Abwärtswellen, ne? Wann kommt die große Abwärtswelle? Kommt noch eine? Und so weiter und so fort. Also so rein vom Timing her wäre das halt jetzt ein, mal ganz unabhängig von dem, was wir hier im Chart gemalt haben und so weiter, rein von dem, was jetzt heute passiert ist, ist das durchaus ein Punkt, wo man sagen kann, ja, sowas kann sowas dann lostreten. Genauso wie wir dieses Bild gezeigt haben, hier oben, bevor dieses Gap zustande kam. Na, dort haben wir auch nicht gesagt, ne, der fällt jetzt hier bis 8000 runter. Ach, Pustekuchen. Nicht, niemals. Ich glaube, wir hatten hier unten irgendwo einen Trigger, wollten den dann wieder hoch. Total überrascht. Also das soll das nicht sagen, aber dieses Ereignis. Und dieser Effekt, ne, wie so ein kleiner Domino-Effekt, der da losgetreten ist, der kann sich jetzt hier wiederholen. So, und da sollte man jetzt zum Dienstag schon deutlicher aufpassen. Weil natürlich zum Dienstag jetzt hier Sachen aufeinander kommen, die rein saisonal betrachtet oder rein wochenzyklisch betrachtet auch voll dagegen stehen. Denn zum Dienstag haben wir ganz oft die Situation, dass wir übers Wochenende Kürre gemacht werden. Am Montag fällt der Markt. Und am Dienstag hackt er uns nochmal nach unten richtig an zum Vormittag, täuscht uns richtig, richtig Schwäche vor, sodass wir denken, ah, der fällt zu null runter, der Markt. Und dann kommt das übelste Reversal und er ballert bis in den Donnerstag hinein. Das sind ganz, ganz, ganz typische Dienstage. Na? Deswegen auch diese Turnaround Tuesday, ne? Das kommt nicht von irgendwo her. Das hat man ganz eben häufig, dass insbesondere in den schwächeren Wochen, in denen der Markt aus dem Freitag in den Montag hineinfällt, eben um den Dienstag dann ein Tief geformt wird. Und da muss man jetzt doller aufpassen, wie der läuft. Ich habe zum Glück, also was heißt zum Glück? Ich habe, um für mich sowas besser einstufen zu können, habe ich da sogenannte Cavohmsche Regeln, ne? Die bei den Seminaren waren, die kennen das. Ja, auch für unsere Dienstagsregel. Wir haben da genaue Dienstagsregeln, die ich mir einfach mal ausgesucht habe, um das zu identifizieren. Sehen Sie es mir nach, dass ich das nicht im Video jetzt hier mit besprechen kann, weil das sind einfach, das ist mein Handwerk halt letztendlich auch, ne? Also das ist das, was ich mit anwenden kann, aber wir können zumindest, und ich gebe ja hier auch immer ganz viel Preis in den Videos, das ist ja, ich hoffe, das ist klar, dass das nicht selbstverständlich ist, ne? Dass wir jeden Tag sehr, sehr, sehr tief auch teilweise reingehen und halbe Seminare immer schon mit dem Video machen. Aber ich kann trotzdem nicht alles mitgehen. Trotzdem möchte ich Ihnen da ein bisschen eben was mitgehen und da gucken wir jetzt auf die Stunde rein, dass wir es zumindest, auch wenn wir es vielleicht nicht ganz verbal eins zu eins jetzt hier formulieren, Sie trotzdem daraus auch ein bisschen Ihren Vorteil mit rausziehen können. Ne? So. Und aus der Dienstagsregel, die ich habe, abgeleitet, würde ich jetzt eben rauslesen und rausdeuten, dass wir zum Dienstag wahrscheinlich sogar das Gap hier unten zu bekommen. Also zumindest, dass wir nochmal auf die 4,30 aufsetzen, eher aber auf die 3,3, ups, und weg war die Linie, eher sogar vielleicht auf die 3,30, 3,5 hier, ne? Dass wir da nochmal rüberkommen. So, und dann wird letztendlich wichtig, weil der Trigger, der ist eigentlich ist der schon aktiviert. Wir waren letztendlich schon drüber. Ah, was wird es denn jetzt hier? Jetzt wird es kompliziert. So, wir waren ja eigentlich schon drunter, haben kein neues Hoch gemacht. Ne? Er hat zwar hier so unterseitige Hochs gemacht, aber das ist doch
Doch, dann wieder runtergedreht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er in dem Moment runtergedreht, aber er ist runtergedreht. Also sollten wir jetzt hier schwächer notieren. Und das, was jetzt hier nachbörslich so losrutscht, lässt auch erstmal darauf schließen. Die Vola-Indizes, die sind auch alle angesprungen jetzt kurz vorm Ende nochmal. Also da sind auch ordentliche Absicherungsgeschäfte reingekommen, weil wahrscheinlich mehrere jetzt gedacht haben, das sieht jetzt komisch aus, das sichere ich mich vielleicht mal ab für den Dienstag. Und das auf der Unterseite. Hier was losgeht. Was wollte ich eigentlich sagen? Wo bin ich jetzt abgebogen? Genau, die Indikation jetzt hier nach 22 Uhr sackt zumindest erstmal auf die 5,20 ab und damit weiter tiefer unter die 5,70, was ja so insofern wichtig ist. Also, wir haben jetzt hier eine gute Reversal-Chance. Wir könnten noch runter auf die 400, die 3,30, also 4,30 auf jeden Fall mal noch. Waren wir denn an der 4,30? Wir waren dann gar nicht an der 4,30. Das sieht hier nur so aus, ne? Tiefer 4. 4,43 haben wir auch im Premium-Dienst, hat man auch einen Short reingestellt, den fand ich wunderschön. Na, den haben wir auch ein bisschen zu lange Leine geben lassen, zu lange Leine gegeben, zu lange Leine gegeben. Ne, haben zwar einen Teilverkauf weggekriegt, aber der ist uns hier auf dem Punkt bisschen zu zeitig weggedreht. Da haben wir noch nicht reingenommen, aber ich hätte ihn, glaube ich, da auch gar nicht rausgenommen. Ich hätte ihn weiter nach unten angelegt. Er hat uns dann auf einen Stand rausgerissen, gehört dazu. Neues Setup suchen, neues Setup wieder mit rein. Hat, glaube ich, trotzdem ganz viel Spaß gemacht. Und wir haben auch bei uns im Chat auf der Seite, wer da regelmäßig mit reinguckt, hat man sogar geschrieben bei 4,50, 4,30 jetzt raus das Ding. Glaube, das haben auch ein paar mitgemacht. Also das hat schon Spaß gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt zum Dienstag eben auch hier nochmal Spaß machen kann. Auf der Unterseite auch. Na, also da nicht, sondern oh, ich muss doll aufpassen hier. Ich verhaspel mich ganz. Ich bin im Kopf, bin ich immer schon 3 Sätze weiter und versuche noch den davor fertig zu machen. Was will ich Ihnen sagen? Genau, auf der Unterseite kann es Spaß machen, denn der kann hier noch ein bisschen Bewegung erreichen. Die 4,30 ist die erste Anlaufstelle. Die nächste wäre dann eher 3,30 bis 300. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier ein bisschen drunter tippen. Lassen Sie mal, dass das 2,80 wären. 3,30 bis 2,80 würde ich jetzt schon mal als Anlaufstelle nehmen. Dann hat der Markt, wenn er das zum Vormittag schafft, eine super Chance wieder aufzutreten. Na? Also. Häufig haben wir dann auch irgendwelche News, die reinkommen. Ne? Trump sagt, oh, was weiß ich, das Medikament schlägt plötzlich an und man wird es noch viel früher entwickeln. Oder der Impfstoff kommt vielleicht nicht erst Ende nächstes Jahr 2021, sondern vielleicht schon Anfang nächstes Jahr 2021. Sowas kommt da gerne auch mal. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen, denn die Dienstagsvormittagstiefs können deutlich anziehen. Sollte der Kerl aber hier weiter absegeln, dann müssen wir echt aufpassen, weil der Abwärtstrend bricht. Wenn wir jetzt hier neue Tiefs kriegen, der Abwärtstrend nicht der Abwärtstrend, der Aufwärtstrend bricht. Der hier, der bricht. Na, die Hochs. 1, 2, 3 markante Hochs haben wir. Das heißt, wir haben auch 5 Bewegungswellen und die letzte ist eben einfach krepiert. So, das heißt, wenn der jetzt hier drunter geht, unter die Tiefs, muss man davon ausgehen, dass der Trend kippt, der von hier kommt. Und das gibt uns nach unten viel Spielraum. Insbesondere, wenn der Markt auch zum Dienstagnachmittag weiterfällt und würde dann entsprechend sich hier. Ja, so unterhalb von, sagen wir mal, 2,50. Was ist das hier? Ich krieg es nicht, Maus klemmt. 2,20. Sagen wir mal, unter 2,20 sollte man dann schon das nochmal einplanen. Hier 9,200 und im Zweifel sogar 9,500. Nach so einem Tag wie jetzt mit dem WTI wäre das nicht verwunderlich. Auch wenn alle damit rechnen, glauben Sie das mal. Das funktioniert sogar, wenn das Sentiment negativ ist. Dann kann der Markt sich trotzdem da durchwühlen. Das geht, weil einfach zu viele auf anderer Seite auch verlieren. Na, deswegen, ich würde hier mal das mitnehmen. Sie sollten aber trotzdem sich Ihres eigenen Verstandes bedienen. Das heißt, wenn der Markt zum Montag, zum Dienstag, warum bin ich denn nur auf Montag, Mensch? Wenn der zum Dienstag nicht so schwach läuft, wie ich jetzt daherrede, oder gar viel positiver notiert und überhaupt gar keine Anstalten macht, dann ist ihm das einfach scheißegal, was ich jetzt hier alles erzählt habe. So, und dann sollten Sie sich einen Punkt suchen, ab dem Sie sagen, gut, Feierabend, was der Martin erzählt hat, war auch Schwachsinn. Ja, zumindest ist der Markt nicht drauf angesprungen und dann gehe ich einfach long. Und ich persönlich würde das über 7,5 machen. Ne? Oberhalb von der 7,5 würde ich mich long einstoppen lassen. Würde ich long gehen Richtung 880, 900, 11.050. Und selbst wenn irgendwelche Nachrichten kommen, dass was weiß ich, BP pleite ist oder keine Ahnung, dass es irgendeinen hier richtig zernagelt hat, ne,
dann trotzdem, ne? Wenn er Stärke zeigt, wenn er Kraft zeigt, wenn er sagt, das interessiert mich ein Dreck, ne, dann ist das Überraschungsmomentum auf jeden Fall auf der Oberseite, weil da rechnet jetzt auch keiner mit. Ne? Wenn's alle, ich werde jetzt nicht der einzige Analyst sein, der jetzt hier ein bisschen auf die Alarmglocken zeigt. Ja, wenn jetzt alle hier nur mit Vorsicht unterwegs sind und er zieht oben raus, dann ist das Überraschungsmoment oben. Und dann muss man da auch mitgehen. Also ich würde mitgehen halt. Ne? Natürlich auch mit Verstand auf der Oberseite agieren. Ne? Wenn Sie sehen, der fällt da irgendwie rum. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir dort auch das Überraschungsmoment haben. Also das heißt, unterseitig haben wir jetzt einfach so einen Sogeffekt, der viel Wumms haben kann. Oben hätten wir den Überraschungseffekt. Das sind schöne Chancen, das sind schöne Trading-Chancen. Und das muss Ihnen als Trader, muss Ihnen das pups egal sein. Dann, wenn Sie früh in den Handel reingehen, am besten, Sie gehen immer ohne Position in den Handel rein, dann sind Sie auch im Kopf fit für den nächsten Tag. Wenn Sie dann reingehen und dann sagen, gut, okay, wir haben jetzt geguckt, wir haben jetzt gesagt, okay, wenn er fällt, wenn er sich schwach zeigt, schon Übertreibung drinnen, bis 3,30, vielleicht sogar bis 9,9. Ne, dann haben Sie das auf Ihrer Seite. Wenn Sie sehen, okay, der springt jetzt nach oben, springt über die 700, ne, dann beugen Sie sich dem. Also nicht der Meinung hinterherrennen, sondern im Zweifel einfach mitgehen. So funktioniert Trading. Das ist wichtig. Jo, dann können wir das jetzt hier schließen. Wie gesagt, ich habe enormen Respekt davor, weil der Trend, wie gesagt, wir haben jetzt hier schon drei Auflagepunkte auf den Trend. Ich weiß, laut Lehrbuch und laut Definition ist der vierte Kontakt dann der, den man handeln sollte. Erfahrungsgemäß ist es im DAX ist genau andersrum. Es funktioniert nämlich überhaupt nicht, was da im Lehrbuch steht, aber das steht in keinem Lehrbuch, dass das, was im Lehrbuch steht, nicht stimmt. Deswegen so glauben Sie mir ja mal, wenn der den vierten Kontakt da drauflegt, macht er sich durch. Das macht er ganz oft, der DAX. Ne? Also da ein bisschen aufpassen einfach. Ja, mehr kann ich so jetzt hier gar nicht mitgeben. Das auf der Oberseite haben wir gesprochen. Überraschungsmomentum, sogar Platz bis 11.045, wenn wir die 700 knacken. Ich könnte mir vorstellen, dass Volatilität da ist. Die Vola-Indizes sind schön angezogen. Also die würden das, die geben das her. Und Vola muss ich nicht auf der Oberseite jetzt rechnen. Hier müssen wir sagen, okay, zweite Doji-Kerze auf der Höhe 10.750, vielleicht einfach zu viel für unseren DAX in der aktuellen Marktlage. Rote Kerze weggeworfen. Wenn jetzt noch eine hinterherkommt, hätte die jetzt hier aus dem Tageschart erstmal mittleres Bollinger Band zum Ziel und das liegt so um die 10.050 rum. Passt jetzt nicht so ganz auf das, was wir im 2-Stunden-Chart haben, aber es zeigt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr vielleicht Einplan auf der Unterseite. Na, also, ich meine, wenn der jetzt hier von hier, gucken Sie mal, von hier eine Kerze bis hier, das wäre normal, das würde gar nicht auffallen, die Kerze hier. Das wäre nicht mal eine übertrieben rote Kerze. Der von 10,4, lass es den mal unter 10,470 rauskommen. Wenn er unter 10,470 rauskommt, hätte locker Platz. Aber wie gesagt, das ist die Negativbetrachtung. Wenn Sie sehen, der kommt nicht schwach rein, der kommt ohne Abwärtsgap rein, der drückt nach oben, der läuft stabil, der bleibt ruhig. Echt. Kopf aus und dann mitgehen. Na? Mir ist das bloß wichtig, dass wir so über diese untere Route sprechen, weil sie mehr Bewegungsintention meiner Meinung nach hätte jetzt. Na? Und ich kenne das doch, wie es ist. Na, dann fällt der Markt 100 Punkte. Man sagt sich, naja, Martin hat gesagt, kann fallen. Kann ich jetzt ja eigentlich long gehen? Dann fällt er nochmal 100. Dann sagt man sich, blöd, gehe ich nochmal long? Fällt er nochmal 100? Na, jetzt probiere ich aber nochmal long. Dann fällt er nochmal 100. Na, jetzt probiere ich aber nochmal long. Hat man den ganzen Tag wieder nur verloren und der Markt hat 500 Punkte gesprochen und 500 Punkte verfallen. Und das ist hier einfach jetzt möglich. Ne? Und deswegen die Warnung meinerseits einfach mal mitgegeben. Habe Respekt vor der Situation, bin aber nicht gebunden im Kopf daran, dass es tatsächlich kommt. Ne? Ich würde mir zum Beispiel auch definitiv dieses Dienstagsvormittagstief angucken und wenn das gut ist, hat auch das einen Long verdient. Ne? Also, aber da muss noch gute Umkehr reinkommen und er muss auch schön mitspielen am Vormittag. Und wo ich kritisch wäre, wäre ein Dienstagnachmittagstief. Ja, das mag unser DAX nicht so. Das könnte kritisch werden, insbesondere wenn die dann auch hier so unterhalb von 3,30 noch kommen. Also da wirklich ein bisschen aufpassen dann halt. Ne? Da ist Eskalationsspielraum da, der auch nicht am Dienstag aufhören muss. Ne? Also der Mittwoch setzt gern das fort, was der Dienstag anfängt. Das ist einfach so. Und auch mit einem Gap dann. Na, das heißt, wenn wir den Dienstag versauen und auch zum Nachmittag noch nach unten schieben, wird wahrscheinlich der Mittwoch dann per Down Gap eröffnen und auch nochmal einen Tag durchziehen. Und dann kommt erst zum Donnerstag die Stabilisierung. Und deswegen nicht unterschätzen, aber trotzdem nicht zu voreingenommen rangehen.
Ja? Schön neutral bleiben, aber auf die richtigen Marken eben den Fokus legen. Gut. Dann haben wir wieder ein recht ausführliches Video hingeguckt, kriegt, wenn ich hier so auf die Zeitachse gucke. Naja, dann müssen Sie jetzt durch. Ja, es ist, ich glaube, wird ein wichtiger Tag und da verlieren wir lieber mal ein paar Minuten mehr darüber. Gut, Freunde, dann ich mache hier aus, wünsche Ihnen gutes Gelingen zum Dienstag, bleiben Sie heile, maximale Erfolge und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao!